Beim 2:0 Hinspielerfolg erzielte Maximilian Kraus noch das 1:0 für den FC Carl Zeiss Jena. Nun war er in anderen Farben zurück, zusammen mit Timmy Thiele und Dennis Slamer und Maximilian Oesterhellwig. Insgesamt brachte Pele Wollitz 4 ehemalige Zeiss-Kicker von Beginn an in diesem Spitzenspiel. Seine Mannschaft holte 10 Punkte aus den letzten 5 Spielen. Henning Bürgers Mannschaft war im gleichen Zeitraum sogar noch etwas stärker. Die Thüringer mit 12 Zählern aus den letzten 5 Ligaspielen. Jena musste auf Halili, Richter und Krämer verletzt verzichten. Dafür war Schau nach Gelbsperre zurück, Lemmel auf der Bank und der Tabellen 7. begann gut. 10. Minute. Elias Löder, der beste Torjäger der Regionalliga Nordost, mit dem ersten Abschluss in dieser Partie. Jena machte von Beginn an unmissverständlich klar, dass sie dieses Spiel unbedingt gewinnen wollten. Jena zu Hause, alles andere als eine Macht. Bislang erst 20 Punkte geholt. Nach 22 Minuten wollten sie dann einen Elfmeter. Tim Heike, der Stürmer im eigenen Strafraum, Arm ist angelegt. Das Ding fällt Heike dann an den Unterarm. Schiedsrichter Firock erkennt da kein strafbares Handspiel, lässt die Partie weiterlaufen. Cottbus brauchte über eine halbe Stunde, um sich das erste Mal anzumelden vor dem Tor von Kevin Kunz. Das ist Tim Heike. Der 15-Tore-Mann stand wieder in der Startformation, aber deutlich vorbei dieser Abschluss. Cottbus war danach besser drin in dieser Partie, aber Jena kam noch mal eine Minute vor dem Pausenpfiff. Seetzer setzt sich da durch gegen Hildebrand und dann eine überragende Aktion von Elias Bethke, der das 0:1 aus Sicht von Cottbus verhindert. Pele Wollitz musste sich da erstmal ganz kurz hinsetzen und hatte noch ein bisschen Gesprächsbedarf. Seetzer, 5 Tore seit seinem Wechsel zum FCC, macht das klasse. Aber dann der linke Arm, die linke Hand von Elias Bethke. Weltklasse-Aktion vom Schlussmann. Ja, und da gab es Emotionen pur. Anerkennung von Kapitän Jonas Hildebrand. Und Bethke wusste auch, das war ein Monster-Safe. Aber alles in allem war Wollitz nicht ganz zufrieden, reagierte. Vor Beginn von Durchgang 2 brachte Kampulka und Scherbakowski für Kusic und Oesterhellwig. Die Energiefans zündeten Pyro. Und alles in allem, diese Kombination schien zu wirken. Denn der Tabellenzweite, der mit einem Sieg mindestens für eine Nacht Tabellenführer wäre, wachte jetzt auf. Heike mit diesem Abschluss in der 54. Aber Kevin Kunz, 7-mal bislang in dieser Saison zu Null gehalten in der Liga, taucht hier ab und verhindert den Rückstand. In der 66. Minute dann hier Schau und Kraus Kopf an Kopf. Aber das Brisante an dieser Szene ist, Justin Schau hatte schon Gelb. Schiedsrichter Philipp Firock gab ihm nicht Gelb-Rot. Henning Bürger nahm ihn dann wohl aus Selbstschutz vom Platz, brachte Lemmel und Jena kam danach wieder besser rein. Löder, Viertelstunde vor Schluss, klasse Ball auf Verkamp, alleine vor Bethke mit der Führung. Der FC Carl Zeiss Jena führt gegen Energie Cottbus mit 1:0 durch den Treffer von Pascal Verkamp. Petermann und Löder leiten das klasse ein. Der kann nicht nur Tore schießen, Elias Löder. Dann eine sensationelle Mitnahme von Verkamp und Kampulka. Der ist nicht für seine Schnelligkeit bekannt. Wird er abgeschüttelt von Pascal Verkamp. In der vergangenen Saison noch einer der besten Scorer gewesen des FCC. Macht hier sein allererstes Saisontor in dieser Spielzeit. Am vergangenen Wochenende noch krank gefehlt beim 3:1 Auswärtserfolg gegen Hansa 2, ist jetzt da und schockt nicht nur Energie Cottbus, sondern die gesamte Lausitz. Das wäre ein herber Rückschlag für Energie im Aufstiegsrennen. Aber nicht mal 90 Sekunden später. Energie im Vorwärtsgang. Hofmann mit etwas Glück bleibt am Ball. Kraus, Mila, Striezel und dann ist der Ball im Tor. Der postwendende Ausgleich von Energie Cottbus. Maximilian Kraus jubelt nicht aus Respekt vor dem alten Arbeitgeber, aber er ist auch nicht der Torschütze, wie wir gleich sehen.
Kraus mit dem Abschluss. Smila vor ein paar Tagen 20 Jahre alt geworden, will klären und schießt Striezel an den Kapitän in dieser Situation. An Slapstick pur ist dieser Gegentreffer nicht zu überbieten. Und somit wieder alles auf Pari und Cottbus ging jetzt volles Risiko. 78. Heike schickt Kraus vorbei an Kunz. Kraus, aber Striezel wird von Mr. Unglücklich zu Basti Fantasti innerhalb von 120 Sekunden. Da spielt's Energie schnörkellos, geradlinig und hat hier das 2:1 auf dem Fuß. Aber Striezel sagt no way in diesem Moment und verhindert das 2:1. Obwohl aus dieser Einstellung vielleicht wäre der Ball auch neben den Kasten gegangen. Aber er ist da und somit war dann auch Schluss. Pele Wollitz holt einen Punkt im Aufstiegsrennen und Henning Bürger hatte lobende Worte für seine Mannschaft. Ja, zufrieden und stolz auf die Mannschaft. Definitiv, es war ein unfassbar rasantes, dynamisches Spiel. Wir haben unfassbar viel Druck gemacht in der ersten Halbzeit, haben die kaum zur Entfaltung kommen lassen, haben wirklich stark gespielt und ich bin sehr zufrieden. Auf jeden Fall ärgerlich. Ich hatte das Gefühl, dass wir hinten ungeordnet waren, weil eben ein Mann gefehlt hatte, verletzungsbedingt. Und dann spielt Energie Cottbus das eben auch gut aus, kommt zum Schuss und dann, dass dann schon so ein Scheißtor fällt, passiert nun mal im Fußball. Ich glaube nicht, dass das jetzt durch das 1:1 wir im Nachteil sind. Wir haben jetzt ein wichtiges Spiel nächste Woche Freitag vor 15.000, 16.000 Zuschauern. Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren gelernt haben, auch unter Druck Fußball zu spielen. Ich habe unglaublich gerne für Kaltes Jena gespielt. Das war ein sehr, sehr schönes Kapitel meines Lebens. Ist jetzt aber auch beendet und das muss man auch so klar sagen. Und die Pfiffe, ich habe im Vornherein schon gesagt, ich respektiere das, das ist für mich in Ordnung, aber ich kann mir nichts vorwerfen. Ich habe 2,5 Jahre die Knochen hingehalten und damit ist es dann auch gut. Ja, wie sagt man so schön, im Aufstiegsrennen zählt jeder Punkt. Nächste Woche geht es dann für Energie zu Hause zum absoluten Gipfeltreffen mit dem Greifswalder FC, dem Tabellenführer. Und Henning Bürger, Platz 6 ist das Ziel. Mit so einer Leistung, ja, Daumen hoch, kann er leben. Jena holt einen Zähler.